Lasst mich euch erzählen von einem nordischen Helden, der auszog, gegen Seeschlangen zu kämpfen, das Monster Grendel erschlug und in einem schicksalhaften Kampf gegen einen feuerspeienden Drachen antrat. Lasst mich euch erzählen von Beowulf, dessen kühne Taten ihm die Krone von König Anthony Hopkins Königreich einbrachten und der einer mit Gold überzogenen und mit merkwürdigem Akzent redenden Angelina Jolie sein Schwert in den Leib rammen durfte. Und was ist der Lohn dafür? Ein beschissenes Lizenzspiel, das dem Filmvorbild in keiner Weise gerecht wird. Tja, so kann das traurige Schicksal eines strahlenden Helden aussehen, wenn der verantwortliche Hersteller das meiste Geld für die Lizenz verpulvern musste und für die Spielentwicklung selbst dann nur noch die Portokasse bleibt. So, jetzt haben wir den Namen und die Besetzung eingekauft. Hat jemand eine Idee, was wir damit anstellen können? Mir hat God of War ziemlich gut gefallen. Ich habe aus privatem Interesse mal selbst versucht, so eine Kampfengine auf die Beine zu stellen. Habe ich noch irgendwo in der Schublade. Können wir nehmen. Und mit möglichst viel Blut fällt doch bestimmt keinem auf, dass wir uns hier so richtig billig aus der Affäre ziehen. Hey, ich spiele gerade dieses Tanzspiel. Können wir nicht sowas Ähnliches einbauen? Ich meine, das hat zwar mit dem Film nichts zu tun, aber ich stehe drauf, im Takt Knöpfchen zu drücken. Was? Ernsthafte Vorschläge bitte. Nehmen wir doch einfach diese alte PlayStation 2 Grafik-Engine und rechnen sie ein bisschen hoch. Und die Tanzspielelemente. Jetzt vergiss doch mal das blöde Tanzspiel. Aber so machen wir es, Leute. Die Chefs werden begeistert sein. So oder so ähnlich muss sich die Entwicklung von Die Legende von Beowulf das Spiel abgespielt haben. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Das Endresultat ist jedenfalls ein an Dreistigkeit kaum zu überbietender God of War-Klon, bei dem ihr euch blindwütig durch strohdumme Gegnerhorden kämpft. Besonders lustig, die Barbarenhorden, Trolle und weiß der Geier, gegen was Beowulf mit seinem Mann da antritt, kommen im Film gar nicht vor. Ubisoft hat es tatsächlich geschafft, ein Spiel zum Film zu entwickeln und dann die Schlüsselpunkte des Leinwandvorbilds nur so kurz wie gerade nötig anzureißen. Jedenfalls vertrescht ihr immerzu irgendwelches Gesindel und könnt dabei kaum zwischen den Gegnern und euren Leuten unterscheiden. Besonders lustig wird's, wenn ihr in den Raserei-Modus schaltet. Dann macht Beowulf nämlich aus allem Hackfleisch, was ihm vor die Klinge läuft. Egal, ob das jetzt ein mit dümmlicher KI gesegneter Barbar ist, der gerade erfolglos versucht, durch eine Wand zu laufen, oder einer eurer bekloppten Mitstreiter. Zu blöd, dass euch das Game Over entgegenflimmert, sobald eure Mannen allesamt das Zeitliche gesegnet haben. Ob da nun die Gegner dran schuld sind oder ihr, ist völlig egal. Ich brauche dich, Herr! Auf dein Leben! Und irgendwie muss es der durchgeknallte Entwickler, der vermutlich im Drogenrausch Dance Dance Revolution gespielt hat und es für das großartigste Spiel aller Zeiten hielt, geschafft haben, seine Rhythmuseinlagen doch noch unterzubringen. Jedes Mal, wenn ihr euren Trupp ein Hindernis beiseite räumen lasst oder sie mit sonstigen schweren körperlichen Anstrengungen betraut, müsst ihr euch nämlich an einem unglaublich miesen Taktspielchen versuchen, um die schuftenden Männer ordentlich anzufeuern. Ah! Von merkwürdigem Leveldesign, Bugs und weiteren zweifelhaften Einfällen will ich jetzt gar nicht anfangen. Sagen wir es einfach so. Wenn Grendel der missgebildete Sohn von Anthony Hopkins und Angelina Jolie ist, dann ist Die Legende von Beowulf das Spiel der hässliche Bastard aus einer unheilvollen Beziehung zwischen dem God of War und Britneys Dancebeat. 60 Tacken soll das Ding im Laden kosten. Lasst mich mal kurz überlegen. Eine Karte für die hiesige 3D-Vorstellung des Films kostet 57. Mit Popcorn komme ich auf 10 Euro. Für das Geld, das ich beim Kauf des Spiels sozusagen zum Fenster rauswerf, ohne dass es jemandem nützen würde, der gerade draußen vorbeiläuft, kann ich mir den Film also 6-mal anschauen. Ich glaube beinahe, das Spiel würde ich im Laden verrotten lassen. Der Film in 3D ist allerdings was, das jeder Kinofan mal erlebt haben sollte. Notfalls auch 6-mal. Es lohnt sich.